Heute möchte ich gerne ein Zelt der Firma Geartop vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Zwei-Personen-Zelt. Und ihr seht schon, das ist relativ klein und kompakt zusammengefaltet hier. Ja, jetzt gucke ich erstmal, was drin ist. Also das hier ist alles drin. Da haben wir einmal das Innenzelt, was hier gelb und gräulich ist. Dann in der Verpackung die Heringe. Hier drin haben wir die Stange und das hier ist die Außenhaut von dem Zelt. Ich zeige euch mal kurz die Stangen. Die Aluminiumstangen gefallen mir besonders gut. Die sind ziemlich leicht und ich erinnere mich noch aus meinen Pfadfindertagen, dass man damit immer Probleme hatte, nachher, wenn man sie entfernen wollte aus dem Zelt. Sobald man zu feste gezogen hat, sind die Elemente immer auseinandergegangen und man hatte eine große Fummelei. Das ist hier ziemlich gut geregelt. Die stehen ziemlich gut unter Spannung mit dem Seil. Und ja, die sind auch, ich glaube, magnetisch. Das heißt, die schnappen sehr gut und fest hier ineinander. So. Und man sieht hier auch fast keinen Übergang mehr nachher. Also es wird zu einem großen Stab. Das finde ich ziemlich gelungen. Und die sind aber ganz leicht trotzdem wieder auseinander zu bekommen nachher. Und auch die Heringe, die finde ich, sind ziemlich gut gemacht. Auch da kenne ich das noch aus den Pfadfindertagen. Das waren immer so ganz kleine Heringe aus ganz einfachem Aluminium, die ganz leicht umgeknickt sind bei einem Schlag schon. Und die hier, die sind auch aus Aluminium, aber deutlich, deutlich fester. Also die kann ich so nicht so einfach umbiegen. Und auch, wir werden nachher sehen, die halten ziemlich gut. Die Bedienungsanleitung ist praktischerweise hier oben in die Hülle eingenäht, sodass man sie auf jeden Fall nicht verlieren kann. So. Das Ganze besteht aus insgesamt fünf Schritten, die relativ einfach sind. Ich werde euch jetzt mal zeigen, dass es relativ einfach geht, auch wenn man alleine ist. Und Schritt 1 ist, dass wir das Außenzelt einmal auf den Bauch quasi legen und erstmal glatt hinlegen. So, nachdem wir das nun gemacht haben, kommen zunächst hinten, das zeige ich jetzt noch, die langen Stangen durch, dann vorne die kurze Stange. Also hinten werden die in X-Form zusammengelegt. So, alle drei Stangen sind jetzt eingeführt. Man sieht jetzt hinten einmal das X und vorne geht einmal eine Querstange, die ist nachher über dem Eingang. Im nächsten Schritt werden die Stangen jetzt mit der Halterung befestigt, die an der Außenhülle angebracht ist und damit unter Spannung gesetzt. So, damit steht das Zelt im Prinzip schon. Jetzt muss als nächstes Schritt einmal das Innenzelt eingehängt werden und das geht über so Knöpfe, die daran befestigt sind. Jetzt muss ich einmal das Zelt aufmachen. Dafür müssen zwei Eingangstüren nachher, wenn wir fertig sind, und in der Mitte bleibt so ein Steg zwischen den Türen stehen. Das ist hier. Und jetzt mache ich mal die beiden Eingangstüren auf, damit ich drin die Kabine einhängen kann.
Also den Mittelsteg habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt, damit man besser reingucken kann. Ab jetzt wird im Prinzip nur noch eingehängt, das Innenzelt. Und ich zeige mal, das geht relativ einfach. Hier durch diese Laschen, die hier überall im Zelt festgemacht sind, da werden einfach nur die Knöpfe eingehängt. Und am unteren Teil des Zelts, ich zeige das auch mal kurz, da sind hier diese Haken, wo man die Gegenstücke reinmachen kann, und die sind am Innenzelt auch dran. Und das werde ich jetzt als allererstes da reinmachen und danach kommen die Knöpfe. So, damit ist das Zelt jetzt komplett fertig aufgebaut. Muss jetzt nur noch abgespannt werden. Und dafür nehmen wir die Aluminiumheringe, die ich euch eben gezeigt habe. Da müssen wir zuerst unten an den Rändern alles festmachen und anschließend noch die Seile abspannen. Das Zelt ist jetzt komplett fertig aufgebaut. Jetzt zeige ich es euch auch einmal komplett von außen und danach nochmal von innen. Bevor ich reingehe, möchte ich euch mal kurz zeigen, wie man die Tür befestigen kann. Nachdem sie geöffnet ist, ist hier so eine Schlaufe, die an der Außenhaut fest ist, von außen. Und von innen kommt so ein flexibles Seil mit so einem Knopf, das man da einfach durchstecken kann. Und dann wird das ziemlich gut und einfach befestigt. Das ist oben und unten. Das Schöne bei dem Zelt ist natürlich, dass man auch nur eine Seite aufmachen kann, wenn man möchte. Das Zelt ja zwei Eingänge hat. Das andere, den habe ich zum Beispiel jetzt gerade zu. Hier ist jetzt der Blick aus dem Innern des Zeltes. Wie man sieht, durch diesen Steg zwischen den beiden Türen bildet sich so ein kleiner Vorraum, wo man zum Beispiel Schuhe abstellen kann, damit sie einigermaßen trocken bleiben. Oder Kleinigkeiten. Für Gepäck würde ich das eher nicht benutzen, weil die Decke doch relativ niedrig ist und ist ja bekannt, wenn die Decke gegen irgendwas kommt, dann wird es undicht im Regenfall. Deshalb am besten nur für Schuhe oder kleine Teile benutzen. Ansonsten befindet sich hier der Einstieg, der auch schön hoch ist. Das Material, aus dem der Boden ist, ist relativ dünn. Ich kenne da ehrlich gesagt nur diese Planen. Es macht aber trotzdem einen stabilen Eindruck und ist auch imprägniert, das fühlt man. Von der Länge her passt das Innere vom Zelt perfekt. Ich bin 1,82 Meter ungefähr groß und passe hier ziemlich genau rein. Von der Breite her würde noch ungefähr eine zweite Person in der gleichen Größe daneben passen.
Mein Anwendungsfall ist allerdings das Zelten im Garten mit zwei Kleinkindern und deshalb haben wir ja auch super zu dritt reingepasst. Besonders praktisch finde ich es oben, da ist einmal ein Netz eingehängt. Ich kann das mal zeigen. Da kann man, hier ist ja eine Tasche drin, wo man etwas reintun kann. Also kann man da zum Beispiel sein Portemonnaie oder sowas reintun. So, und hier in der Mitte, da ist ein kleiner Haken, den man hier durchziehen kann. Und dann kann man da eine Campinglaterne zum Beispiel dran befestigen, das ist auch sehr praktisch. Ich jetzt mal hier. So. Bleibt wunderbar hängen. Extrem praktisch. Das habe ich bisher nicht in allen Zelten gehabt. Auch die Außenhaut macht einen sehr stabilen Eindruck. In der Anleitung ist angegeben, dass sie angeblich 8000 mm Wassersäule aushält. Das entspricht also einer 8 Meter hohen Wassersäule, die auf der Zelthaut steht und erst dann würde es undicht. Das halte ich offen gesagt für unrealistisch. Das Problem ist, die Angaben sind nicht genormt, deshalb kann da ein Hersteller immer behaupten, was er möchte. Trotzdem macht das Zelt für mich insgesamt einen so guten Eindruck, dass ich nicht glaube, dass es nur für ein Wochenende, für ein Festival reicht, sondern das hält schon länger. Und natürlich macht sich das auch im Preis bemerkbar. Hier an der Zeltkuppel kann man noch sehen, dass da noch ein Fenster eingebracht ist zur besseren Belüftung. Natürlich ist es im Zelt immer warm, gerade wie jetzt im Sommer, aber da zirkuliert die Luft doch ganz gut, einigermaßen, und das finde ich ganz cool. Abschließend ist zu sagen, dass ich das Zelt ziemlich cool fand für meinen Anwendungsfall, das heißt, das Zelten mit meinen Kindern im Garten absolut geeignet. Allerdings denke ich auch, dass es für so eine Hiking-Tour zu zweit super ist, gerade weil es so leicht ist und so klein zusammengefaltet werden kann. Deshalb einen Daumen hoch.